herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich bin gerade hier im Revier für Hunde und ich bin nicht alleine. Die Lisa ist bei mir. Hi Lisa. Hi. Und noch ein paar Hunde. Und nicht nur ein paar Hunde, hier sind auch spezielle Hunde dabei. Einer davon ist die Mini. Da ist sie. Ihr kennt die Mini, ne? Klar. Ich meine, wer die Geschichte von Mini verfolgt hat, der weiß ganz genau, was sie für eine Odyssee hinter sich hat. Und jetzt ist sie hier im Revier für Hunde und wird Stück für Stück einsozialisiert, resozialisiert. Die Mini macht riesen Fortschritte, wirklich Tag für Tag, Stunde für Stunde. Und wir wünschen uns ja, dass sie ein neues Zuhause findet. Und ich habe gute Neuigkeiten. Ja, tatsächlich. Die Mini hat, ich würde mal sagen, zu 95% ein neues Zuhause gefunden. Sarah und Basti und ihre Hündin Biscuit interessieren sich für Mini. Und die Sarah, die arbeitet wo? Hier im Revier für Hunde. Schaut mal, ich bekomme eine Gänsehaut, weil das sind die Storys, die ich liebe. Ich liebe genau solche Geschichten. Mini kommt hier hin, wir suchen ein neues Zuhause. Es haben sich ein paar Leute beworben, aber bei so einem Panikhund, bei so einem Angsthund, muss man natürlich genau schauen, wo passt sie hin. Sarah kennt sich bestens aus. Sie hat schon mit Biscuit eine lange Geschichte hinter sich gebracht und hat das souverän gemeistert. Sie ist auch hier Mensch-Hund-Coach im Revier für Hunde und deshalb kennt sie sich natürlich bestens mit solchen Gegebenheiten aus. Ja, und Sarah wird Mini übernehmen. Überlegt euch einfach mal, Mini war 2 Jahre lang eingesperrt in einem Haus, völlig zugekotet, zugemüllt. Dann kommt sie da raus durch den Tierschutz, landet dann in einem Tierheim, ist 1,5 Jahre im Zwinger, lässt sich überhaupt nicht anfassen. Die Anke von SOS Animal macht sich richtig große Sorgen, ob sie den Hund überhaupt jemals noch mal vermittelt bekommt. Dann habe ich Anke besucht, habe Mini gesehen und habe gedacht, wow, was für ein Hund, die muss da schnellstens raus. Ich habe dann auf Mallorca die Christel kennengelernt, eine Hundetrainerin, und die hat sich dann Mini angenommen ein paar Wochen und hat sie resozialisiert. Und aber da ist immer noch viel Luft nach oben, deshalb ist sie jetzt hier und von hier aus kommt sie jetzt in eine neue Familie. Ist das toll? Mich berührt das. Berührt dich das auch, Lisa? Ich habe ja die Lisa heute bei mir und wir sind hier im Revier bei den Hunden. Ja, unsere Lieblingsbeschäftigung in Hundenbaden. Wie fühlst du dich dabei? Komm, wir gehen mal rüber. Ja, was Schöneres gibt's glaube ich nicht, ne? Vor allem bei der Vorgeschichte. Also ich habe mir das total für sie gewünscht, vor allem, weil sie eben aus so einer Situation daraus gerettet wurde. Wie nimmst du Mini wahr? Also wie erlebst du sie eigentlich hier jetzt im Revier? Ich meine, sie ist ja nicht nur im Revier für Hunde, sondern sie ist ja bei uns, sie lebt ja bei uns, ne? Und wir erleben sie ja Tag und Nacht. Wie erlebst du Mini? Und wie wirkt das auf dich, dass ein Hund, der so eine Geschichte hat, jetzt auf einmal ja völlig normale hündische Verhaltensweisen zeigt? Ist das normal? Findest du das normal? Oder woran liegt's? Ich glaube, dass uns auch vor allem die Hunde von Anfang an echt geholfen haben. Einfach auch, weil sie so unsicher war. Die haben einfach so diese Leichtigkeit mitgebracht, ne? Einfach so eine Molly, die total souverän ist, anführt so ein bisschen und die Sicherheit vermittelt. Dann aber auch so verspielte Kandidaten wie jetzt eine Cookie oder ein Babu, die haben dann natürlich auch so ein bisschen, ne, die Leichtigkeit mit reingebracht und das hat angesteckt. Ich glaube auch dann noch in Kombination mit uns, dass wir jetzt natürlich auch Erfahrung damit haben. Ja, ja, die Mischung macht's, ne? Da kann sie sich natürlich dann auch so ein bisschen drauf verlassen und die Sicherheit finden. Und entfalten. Ja, ich bin ja immer gerade bei Panikhunden, ne, oder Angsthunden, bin ich immer vorsichtig, wohin vermittelt man solche Hunde, ne? Weil das müssen schon Leute sein, die da wirklich auch Erfahrungswerte gesammelt haben, genau mit solchen Hunden. Weil wenn man da zu viel Aufmerksamkeit reinschickt, finde ich das nicht in Ordnung. Und zu wenig auch, ne? Also man braucht ja so eine gewisse Balance auch, dass gerade solche Hunde auch wieder das Vertrauen fassen, mit Menschen zusammenzuleben. Aber das kann ich unterschreiben. Also ich glaube, die Hunde, die haben uns hier extrem geholfen. Ich meine, gerade Hunde haben immer die richtige Energie für Hunde. Und wenn ich Mini so beobachte, so ja, von Tag zu Tag, dann sage ich mir, viele Leute glauben, dass wenn so ein Hund aus dem Zwinger kommt, ja, der wird ja immer einen Knacks weg haben, ne? Der wird ja immer verhaltensauffällig sein oder verhaltensgestört sein.
Das wird auch eine Zeit lang so sein, aber nicht für immer, weil Hunde ja jeden Tag, jeden Moment einen neuen Tag beginnen können. Mich fasziniert immer wieder, dass die Hunde kein einziges Mal gesagt haben, oh, du arme, arme Mini, ne? Wo kommst du denn her? Sondern die sind eigentlich hingegangen und haben sie so genommen, wie sie gerade ist. Ich finde es genial, oder? Ja, total. Also die bewerten das halt nicht. Die sehen sie einfach, genau wie du sagst, in dem Moment so, wie sie ist. Ja. Ne? Und wenn sie unsicher ist, dann geben sie ihr auch Raum. Oder wenn sie ein bisschen sich aus dem Fenster lehnt, was sie ja auch schon mal macht zwischendurch, dann zeigen sie ihr auch auf, ne, wo die Grenzen sind. Das ist eigentlich ja, immer so eine richtig schöne, ja, natürlicher, so natürlicher Umgang. Ja. Was liebst du an Mini? Du hast sie jetzt so ein bisschen kennengelernt, ne? Also, aber was zeichnet sie eigentlich so als Hund aus? Also ich habe ja so sie hat so ganz bestimmte Charaktereigenschaften, wofür ich sie jetzt schon so sehr liebe. Mhm. Was ist bei dir? Ich mag das, dass sie, obwohl sie so unsicher ist und die Erfahrung gemacht hat, trotzdem noch so den Lebenswillen hat und so neugierig ist. Ja. Also sie ist ja wirklich immer auch nach vorne. Jetzt haben wir gestern Blumen gegossen und sie war einfach dabei und hat irgendwie so versucht, das Wasser zu schnappen. Und das finde ich total süß, weil sie dann sich auch wieder was traut. Also die ist ja nicht so, dass sie sagt, ich verziehe mich jetzt komplett für immer in eine Hütte und mach so. Ne? Kommt ja auch oft vor. Wäre ja auch nicht verwunderlich gewesen. Ja. Aber ich finde es schön, dass sie will halt. Ja. Und das haben wir auf Mallorca ja auch schon gesehen, dass sie wirklich einfach möchte und jetzt einfach so, ja, Schritt für Schritt da weitergeht und durch ihre Neugierde auch sich weiterentwickelt. Das finde ich total schön. Super. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich liebe sie, weil sie ein Hund ist. Mhm. Ich finde, die hat so ganz viele hündische Verhaltensweisen. Ne? Die ist, die ströft so rum, dann ist sie vor kurzem so einem Schmetterling hinterhergelaufen, dann hat sie mal gebuddelt, weil sie da irgendwie ein Mauseloch gefunden hat. Also dieses ganz normale hündische Verhalten, und dadurch wird sie ja auch wieder stabiler, wenn man ihr jetzt alles verbieten würde. Sie hat einen ausgeprägten Jagdtrieb, ne? Und wenn man ihr das jetzt am Anfang alles verbieten würde, dann würde man sie nicht stärken, sondern man würde ihre Fortschritte mildern, ne? Man würde sie wieder runterfahren und auf den Menschen oder auf die Bedürfnisse des Menschen auch wieder einstellen. Ich finde, sie darf sich jetzt erstmal so ein Stück weit aufmachen, aber sie sollte sich nicht das ganze Dorf und die ganze Stadt nehmen, aber so gewisse Punkte der Freiheiten darf sie jetzt leben. Sie hat 2 Jahre in dem Haus gelebt, 1,5 Jahre im Zwinger. Ich finde, es reicht mit der Unterdrückung und mit der Einschränkung. Ja. Und jetzt darf sie leben und frei sein. Und sie spielt ja auch extrem gerne mit der Cookie, ne? Mhm. Und wenn die 2 dran sind, ich sehe sie jetzt gerade übrigens wieder, hier ist ja jetzt Kamerateam dabei und deswegen ist sie da so ein bisschen verhalten. Normalerweise wäre sie wieder hier bei uns. Sie hat immer noch den Stress mit fremden Menschen, ne? Jetzt sieht man ganz deutlich, schaut mal da hinten, ne? der Philipp versucht sie gerade zu filmen, jetzt geht sie weg, weil sie nicht diesen direkten Kontakt zu fremden Menschen möchte. Und das darf sie noch lernen. Ne? Das wird Schritt für Schritt aber immer besser. Ja, die Mini. Was für ein toller Hund. Ich bin so glücklich, dass sie immer glücklicher wird, weil sie jetzt endlich als Hund ihr Leben leben darf. Wie viele Hunde sitzen in Zwingern? Nicht nur 3 Monate oder 1,5 Jahre. Sondern ihr ganzes Leben. Viele sterben auch da. Da muss man sich mal bewusst drüber sein. Und deshalb ist ja meine Message immer nach draußen, holt euch Tierschutzhunde. Ihr braucht nur viel Geduld, ihr braucht die Ruhe, die Konsequenz, die Liebe. Ja, und ihr braucht auch das Verständnis für diese Hunde. Die haben eine Geschichte, ne? Die kommen nicht einfach vom Züchter mal schnell nach 8 Wochen oder 10 Wochen zu euch, sondern da muss man wirklich ja, viel Kraft und Energie reingeben, aber die kommt ja 1000-fach zurück. Ich habe es immer so erlebt. Ich hatte ja noch nie keinen Tierschutzhund. Und jetzt sind mittlerweile hier ja, 7 Hunde, ne? Und die Cookie hat sich ja auch super gemacht. Ich bin der Meinung, Leute, beide Daumen hoch für Tierschutzhunde, weil es lohnt sich immer. Ah, ja, so, sollen wir mal gucken gehen, was die Mini macht? Kommt mal mit. Mini! Schaut mal, was sie jetzt schon wieder
Jetzt signalisiert sie, nee, das ist mir alles zu viel, habe ich keine Lust drauf, ne? Fremde Menschen, bloß nicht. Und man sollte den Hund dann auch nicht zwingen. Ne? Also jetzt bloß nicht irgendwie an die Leine nehmen und jetzt hier hinzerren, damit Mini für uns funktioniert. Sie braucht einfach die Zeit. Da muss man sich echt in Geduld üben. Ich finde, solche Hunde sind dazu da, dass wir wachsen dürfen und dass wir lernen, ruhiger zu sein. Und das einfach mal auch anzunehmen, dass wir nicht immer alles auf den Punkt ganz schnell erreichen, was wir uns so vorstellen. Das ist ja dieses Funktionieren in der Gesellschaft. Ne? Jetzt soll der Hund auch schnell funktionieren. Für wen? Für uns? Wenn wir irgendwo eingesperrt gewesen wären, ja, 3, 4 Jahre unseres Lebens, ja, wie wären wir denn dann? Wollten wir dann einen Menschen bei uns haben, der sagt, jetzt musst du dich aber schnell normalisieren, jetzt musst du aber ganz schnell wieder in diese Gesellschaft reinkommen. Ruhe und Zeit. Aber natürlich nicht irgendwie so eine Schutzglocke drüber setzen und die ganze Zeit, oh, arme kleine Mini, du wirst so nie mehr rauskommen aus diesem Trauma. Nee, das nicht, sondern eher ganz normal mit ihr umgehen, aber auch mit sich selbst. Ja, Lisa. Schöne und Geschichte, wann, ne? Also ich finde die Geschichte auch genial. Ich liebe diese Geschichte. Ich liebe überhaupt Geschichten, wenn Hunde wieder die Möglichkeit bekommen, ein normales Leben zu führen. Das berührt mich immer extrem. Aber sie ist nicht der letzte Tierschutzhund, weil... Ja, also ich bin auf jeden Fall prädestiniert dafür, immer wieder mein Herz für einen neuen Hund zu öffnen. Und ihr seht, wie ich lebe oder wie wir leben. Wir haben hier auch Platz. Das sind die besten Voraussetzungen. Ja, und wenn Mini jetzt bei Sarah und Basti einzieht, dann wird auch die Biscuit, die Hündin von Sarah und Basti, sich sehr freuen, weil die zwei haben sich hier auch schon kennengelernt. Und ja, die verstehen sich auch ganz gut. Und verrückterweise sieht die Mini aus, als wäre sie die kleine Schwester oder die Tochter von der Biscuit. Das ist echt verrückt. Es gibt keine Zufälle im Leben. So, also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, klickt hier unten, abonniert meinen Kanal und bleibt bei mir, weil ich habe immer wieder neue spannende Geschichten. Danke, Lisa, dass du heute dabei warst. Ja, danke dir. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.